Einen schönen Abend und herzlich willkommen zum 160. Anstoß in der Nordkurve in unserer Heimat, präsentiert vom HDI und Geburtstagskind Kai Kurt Jägermann. Schön, dass Sie dabei sind heute. Ich will Ihnen die Gäste kurz vorstellen. Unser Gast auf der Außenposition ist jemand, der bis zu A-Jugend gedacht hat, er wird mal Fußballprofi. Immerhin schreibt er über Fußballprofis. Er hat gespielt in der A-Jugend von Fortuna Düsseldorf, ist immer glühender Fan der Fortuna, schreibt aber über die Roten. Herzlich willkommen aus der Sportredaktion, Dirk Tietenberg. Der Trainer der Limmeraner Damen und der Jugendsportgemeinschaft. So, und über den Mann brauche ich nicht viel zu sagen. Er ist unser Rechtsaußen, obwohl er natürlich in der Sturmmitte gespielt hat. Hier ist Dieter Schatzschneider! Unser erster Handballbass ist gebürtiger Lübecker, war lange halber Berliner und ist seit 10 Jahren ganzer Hannoveraner. Er galt im Rückraum lang als einer der besten Rundenspieler, was 101 Länderspiele mit 182 Toren eindrucksvoll dokumentieren. Vor 6 Jahren beendete der 38-Jährige seine Karriere bei den Recken und begann seine Karriere als Sportdirektor. Sie kennen den 2-Meter-Mann auch aus dem Fernsehen. Er ist bei Länderspielen der Experte des ZDF. Vor ein paar Stunden war er noch in Frankreich, jetzt ist er in der Nordkurve. Herzlich willkommen, Sven Sören, genannt Smöre Christoffersen. Willkommen. Ja, unser zweiter Handballgast wusste vor 4 Stunden noch nicht, wo er heute Abend sein würde. Aber jetzt ist er da. Er ist geboren in Hannover, 1,94 Meter lang, Kreisläufer, kam mit, glaube, 16, 17, sehr, sehr jung zum den Recken, stand schon als Jugendlicher zum ersten Mal in Kader, zunächst im Pokal und hatte 2023 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der Bundestrainer Alfred Gislason sagt über ihn, er ist eines der größten Talente der Welt am Kreis. Hier ist Justus Fischer. Moin, grüß dich. Setzt euch erstmal in Ruhe hin. Zu mir auf die Bühne kommt unser Zusatzgast sozusagen, den ich genauso herzlich begrüße. Auch er hat Handball gespielt, hat es nicht ganz in die Nationalmannschaft geschafft, aber ist auf jeden Fall jemand, der Handball liebt und der Handball im Blut hat. Er war lange Geschäftsführer bei den Recken, parallel teilweise noch Geschäftsführer der damaligen Tour Arena und jetzt ist er mit einem Ausflug über Hannover Concerts Finanzvorstand, hauptberuflicher Finanzvorstand des Deutschen Handballbundes in Dortmund, zurück in Hannover. Hier ist Benjamin Chaton. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie war es auf der A2 heute? Schön, dass du da bist, ist ein bisschen irritierend zu dem, was du bisher über mich gesagt hast. Also der Ersatz vom Ersatz, das war ich, glaube ich, zuletzt bei der Hochzeit. Aber bei deiner, das ist eine andere Geschichte. Achso, bei deiner eigenen. Nein, wir freuen uns sehr, dass du da bist tatsächlich. Es war ja eigentlich gedacht, dass du hier nur einfach zuschauen darfst. Jetzt muss ich dich leider nach vorne zerren. Jetzt wärst du aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Wie war es auf der A2 heute? Schön, das ist immer ein Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Hannover, Dortmund und zurück, das ist wirklich immer wieder anders. Ja, und so war es heute auch. Allerdings hatte ich die größte Hürde dann irgendwann hier auf dem Westschnellweg. Da war eine Vollsperrung, allerdings in die andere Richtung. Das haben sich viele angeschaut, deswegen ging es auch in meiner Richtung nicht so weiter. Aber trotzdem war ich 17:59 hier und das perfekt, war, glaube ich, das Ziel. Perfektes Timing. Und das um 9 Uhr losgefahren und schon 9 Stunden später hier. Benni, erzähl ein bisschen über das Qualifikationsturnier. Ich wollte vorhin in meiner Begrüßung sagen, dass die Tage in Hannover komplett ausverkauft sind. Da hat mein Kollege Simon Lange gesagt, nee, das stimmt so nicht. Es gibt wohl noch mal ein Kontingent. Ich bin da mittlerweile raus. Ist das Turnier ausverkauft oder gibt es noch irgendwo Karten? Ohne es zu kompliziert zu machen, in so einem Prozess gibt es immer wieder Kartenkontingente, die verteilt werden, zum Beispiel an die Nationen oder an Sponsorenpartner, ans Fernsehen weniger, die müssen ja arbeiten. Und dann gibt es manchmal, das sieht nicht immer so aus, aber das
Wird ja so beschrieben. Und dann gibt es Karten, die zurückkommen. Und es ist auch so, dass wir Aufbauten haben. Das Fernsehen sagt manchmal, wir brauchen 2, 3 Studios, weil sich unterschiedliche TV-Anstalten anmelden. Und dann sind es vielleicht dann doch nur ein Studio. Und somit kommen dann mal wieder 50 Karten oder Ähnliches in den Verkauf. Da gibt es jetzt keine Pressemitteilung mehr. Aber wer sich so ein Alert bei dem großen Anbieter einstellt, der kriegt zumindest dann eine kurze Information, dass es wieder Karten gibt. Aber das ist im homöopathischen Bereich. Also da würde ich jetzt nicht... so stark. Also eigentlich ist das oder wird das Turnier auf jeden Fall komplett ausverkauft sein. Genau. Spricht ein bisschen für den Handballboom. Die Lanxess Arena in Köln ist sozusagen das Wohnzimmer des deutschen Handballs geworden. Was ist Hannover für euch? Na, für euch ist, also für mich ist es Wohnzimmer. Du bist Burgdorfer, ja. Ist es Heimat, bin ja nun auch seit 2011 hier in der Stadt. Von daher ist es sicherlich für mich die Heimat. Für uns ist es einfach eine erfahrene Spielstätte. Ich sag's mal wirklich formal und dann komme ich zum emotionalen Teil. Mitten in Deutschland, mit Flughafen, mit entsprechenden Hotelkapazitäten und einer Halle, die man für so ein Event nutzen kann. Das hört sich jetzt theoretisch an, ist aber am Ende des Tages so, weil wenn wir uns bewerben, dann geht es Richtung IHF, das ist wie die FIFA. Und da geht es dann um genau diese Dinge. Also Magdeburg kriegt so ein Turnier nie. Warum? Die haben zu wenig Hotelkapazitäten in der entsprechenden Qualität. Die haben keinen Flughafen. Da geht es gar nicht um die Halle. So, und deswegen muss dieses Zusammenspiel passen. Und dann muss man relativ lange bereit sein, so eine Halle freizuhalten, weil wir ja bis zum vorletzten EM-Tag auch nicht wussten, wenn wir Dritter werden, qualifizieren wir uns direkt, dann gibt es kein Turnier. Somit gibt es da viele Wenn und Wenn und Wenn und Wenn. Und das hat hier in Hannover aufgrund von gewissen Konstellationen und Verbindungen ganz gut geklappt, dass wir die Halle relativ lange frei halten konnten. Ja, und deswegen freuen wir uns jetzt hier zu sein und hoffen uns vor allen Dingen auch qualifizieren zu können unter erschwerten Bedingungen. Aber Hannover war bisher ein sehr, sehr gutes Pflaster. Ich erinnere mich gerne an 2016 zurück. Da haben wir, damals war ich noch bei den Recken, aber die Nationalmannschaft in Hannover das Vorbereitungsturnier und die Quali jeweils gespielt und hat sich damit dann für Olympia qualifiziert, beziehungsweise die Vorbereitung für Olympia hat hier stattgefunden, damals noch mit Dago Sigurdsson als Trainer, der jetzt am nächsten Wochenende bei Kroatien Trainer der Gegner sein wird. Deswegen ganz spannende, interessante Konstellationen und wir hoffen, dass wir diesen Traum für die Jungs vor allen Dingen, Sümmere durfte auch mal dabei sein, ohne vorgreifen zu können, ist Olympia natürlich das Nonplusultra. Da brauchst du, das ist so ein Nadelöhr. Du musst als Sportler in der Nationalmannschaft sein, dann muss sich die Mannschaft noch qualifizieren. Das ist schon was ganz Besonderes und ich hoffe, dass Hannover der Nährboden dafür sein wird, um dann auch weiterhin in Hannover große Handballveranstaltungen vielleicht durchführen zu können. Wir werden alles geben, denke ich mal, unbedingt, ja. Das Turnier beginnt für Deutschland am Donnerstag mit dem Spiel gegen Algerien, aktueller Zweiter der Afrikameisterschaft, keine Laufkundschaft. Definitiv nicht, das sind alle drei Mannschaften sicherlich nicht und ist aber der erste Gegner, den wir, wenn wir uns qualifizieren wollen, besiegen müssen. Das ist ganz klar, das ist die Herausforderung und die Aufgabe, der wir uns auch gerne stellen und die wir, glaube ich, auch lösen werden. Da bin ich mal optimistisch, weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch da nichts verloren. Das ist auch ganz klar. Dafür ist in dieser Konstellation Algerien vermutlich die schwächste Mannschaft. Das wird dann am Samstag, kenne deine Fragen nicht, aber ich mache einfach weiter. Wir machen mit Kroatien weiter. Bin es ja gewohnt, unabhängig von den Fragen zu antworten. Meine Frau macht das interessanterweise andersrum, aber das ist wieder eine andere Geschichte. dann kommt Kroatien. Duvniak vom CHW Kiel gilt als einer der besten Rückraumspieler der Welt. Wir kennen Ivan Martinovic, der bei den Recken lange gespielt hat. Trotzdem bei der M eine Enttäuschung, ich glaube, Elfter die Kroaten nur. Das war wenig. Man muss relativieren, wir sind jetzt Vierter geworden, aber 4 bis 8, 9, das sind manchmal... manchmal 2 Spiele maximal. Also wir stehen jetzt da und sagen, wir sind top of the rest, aber das ist, wir spielen nicht viel schlechter und werden Siebter. Dann sagen alle, war schlecht, so ist das ja im Sport, ist ja relativ einfach, jetzt ist alles gut. Und deswegen ist Kroatien, glaube ich, so ein bisschen an sich selbst gescheitert. Im entscheidenden Duell haben wir aber verloren, da geht es dann viel drum, ja, wir waren schon qualifiziert, trotzdem haben wir verloren. Das ist jetzt erstmal die Voraussetzung für das Spiel am Samstag. Die haben einen neuen Trainer, die werden heiß sein. Für Olympia, Kroaten geht immer um die Ehre, immer alles. Und dem Wettbewerb müssen wir uns erstmal stellen. Sonntag Österreich, gerade mal so ein Unentschieden ermurmelt bei der EM, glücklich, muss man dazu sagen. Also da muss eine Leistungssteigerung her. Die Österreicher waren sicherlich die größte Überraschung bei der Europameisterschaft, haben aus meiner Sicht im Verhältnis, was haben sie an Qualität, das Beste rausgeholt, haben viel mit dem 7. Feldspieler agiert und haben da eine Achse gefunden, inklusive Trainer, was einfach ein hohes Vertrauen ausspricht und ausspürt. Und waren alle überrascht, dass der Torhüter
so gut gehalten hat. Ich durfte ihn 2 Spiele vorher jeweils zum Man of the Match auszeichnen. Das hat sich also angedeutet, dass er dort gute Leistungen bringen kann. Und bei Österreich, ich hoffe, dass wir das Spiel gegen Österreich nicht mehr brauchen, weil Österreich muss man schlagen. Das ist so ein bisschen wie Schweiz im Fußball. Dann guckt man, oh, wer spielt denn da alles? Und denkt sich, oh, spielt auch Bundesliga und spielt auch Bundesliga. Darf man nicht unterschätzen. Ich hoffe, dass wir Samstagabend den Deckel drauf machen, weil ich muss Sonntag auch noch Koffer packen, weil ich Montag in Urlaub fliegen will. Wobei, fliegen ist gelogen. Ich fahre um 5:26 Uhr mit der Bahn. Aber hört sich einfach großartig an. Oder auch mit dem Auto. Wenn sie fährt, aber wobei, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, wird ja viel, ich muss wirklich mal sagen, Deutsche Bahn, kein einfaches Thema, waren Partner von uns bei der EM. Und wir haben aber mit denen gemeinsam alle Hürden lösen können, unabhängig davon, was die so an internen Herausforderungen auch haben. Also wir können uns nicht beklagen, das lief gut. Das ganze Thema ist aber komplex, verstehe ich, stand auch oft genug schon in Kassel oder irgendwo. Oder als ich noch in Balingen war, ist man in Stuttgart oder Mannheim gestrandet. Endstation. Ja. Ist um 23:30 Uhr nachts dann auch nicht so schön. Letzte Frage, wie stolz bist du auf, als Recke auf deine Recken, wenn bei Justus nicht der Daumen gebrochen wäre, wären es wahrscheinlich 4 im Kader gewesen. Das hat es noch niemals zuvor gegeben. Stolz ist, glaube ich, können es Möhre und Eike sein. Ich freue mich sehr, dass die Arbeit, die ja viele Jahre gemacht wurde, Früchte trägt. Der Rest ist, sieh mal jetzt ja auch, es war letztes Mal vor der EM auch 4 nominiert, dann kommen im Sport Verletzungen dazu. Ich will jetzt nicht hoffen, dass aus 4 kurzfristig nur 2 werden fürs nächste Wochenende. Das ist aber so im Sport, das kann passieren. Der Weg ist aber, glaube ich, richtig, dass so Jungs wie Justus, die einfach aus der Jugend, aus der Stadt kommen, dann wachsen können und hier auch eine Perspektive sehen. Und das ist in allen Sportarten so. Und deswegen brauchen wir Spitzensport, Spitze motiviert, junge Leute zum Sport treiben. Das ist, glaube ich, die Basis von allem. Viele Werte, die damit vermittelt werden. Wenn ich nach draußen schaue, haben wir genug Probleme, viele Egoisten draußen. Und ich glaube, wer Mannschaftssport betrieben hat, unabhängig ob Fußball, Handball oder andere, der agiert anders, auch in der Gesellschaft. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Sport. Und um junge Menschen zu motivieren, sehe ich auch bei mir im Haushalt 8 und 11. Küche ist seit der EM noch weniger sicher als vorher. Aber wenn 96 spielt oder Fußballspiele, spielen die halt Fußball und zertrümmern alles. Und jetzt spielen sie Handball. Aber wir brauchen diese Highlights, glaube ich, um einfach auch in der Basis erfolgreich zu sein. Und deswegen freut es mich, nicht fürs Möhre, für Justus, ja, und alles, was vor allen Dingen danach kommt. So, da sprach so ein bisschen jetzt der ehrenamtliche Präsident des Stadtsportbundes Hannover. Herzlichen Dank für den Besuch und du bist nie Ersatz, egal wo du aufläufst. Sag das deiner Frau, wir sagen es dir auch nochmal. Vielen herzlichen Dank, Benny Chaton, Dankeschön. So, das Mikro braucht Schatzschneider wieder. Nee, ist Möhre. So, legen wir gleich los. Dieter, kommen wir zum Spiel gegen Düsseldorf. Ja, waren 2-2, was hast du am Ende gedacht? Hast du gedacht, das war's jetzt mit dem Aufstieg? Eigentlich schon. Also ich vom Spielverlauf, wie es lief, ich meine, ich habe in der Pressekonferenz gehört, dass der Trainer gesagt hat, über 90 Minuten ein brillantes Spiel. Das habe ich nicht so gesehen, muss sagen. 45 Minuten waren schon äußerst schleppend, was ich da zu sehen bekommen habe. Und dann denkst du natürlich auch, wenn du in Osnabrück verlierst, dann muss man sich ja nichts vormachen. Also den Anspruch sollten wir auch schon haben, dort in Osnabrück gewinnen zu können. Und dann denkst du natürlich nach so einem 2-2, nach einer brillanten Halbzeit von Düsseldorf, die unsere Schwächen total aufgedeckt haben, sagst du, ist immer vorbei. Aber anscheinend will keiner aufsteigen in der zweiten Liga. Pausenlos wird verloren oben an der Spitze und wir haben ja immer noch die Chance, zumindest Platz 3 mal anzugreifen. Aber so in der Konstellation, das, was ich gesehen habe, wird es nicht reichen, weil ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel sehe Osnabrück, wo ich jetzt mal behaupte, da wird relativ wenig Fußball gespielt, aber die schaffen es immer wieder über die Mentalität super Ergebnisse zu erzeugen und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, diese absolute Mentalität im Mannschaftskreis, wenn du das beherzigst, dann wirst du auch oben dabei sein, wenn alle mitmachen, aber das sehe ich momentan bei 96 nicht so. Osnabrück ist Wahnsinn, ne? 3 Siege, 2-mal gegen HSV, 1-mal gegen 96, nur gegen Spitzenmannschaften. Dirk, du hast relativ deutlich in deinen Kommentaren geschrieben, 96 ist nicht reif für den Aufstieg. Wie hast du das gemeint? Ja, genauso wie Dieter das gerade gesagt hat. Also das galt ja auch für Düsseldorf, die ich ja jetzt ein bisschen besser kenne. Also ich habe keine brillante Halbzeit von Düsseldorf gesehen in der ersten Hälfte. Die haben das super gemacht in 2 Szenen, aber ansonsten war das auch eher hinten drin stehen, kontern und auf Solis hoffen vorne und auf Tanaka im Zentrum, der das natürlich auch super spielt, muss man sagen.
Aber ich hab damit einfach gemeint, dass beide Mannschaften, wenn man die vergangenen Wochen so sieht, nicht in der Lage sind, 90 Minuten lang, 90 Minuten ist schon schwierig, aber 80 würden ja auch schon reichen oder 70, konstant zu spielen, sodass man tatsächlich auch die Spitze angreifen kann. Was ich in dem Augenblick, als ich den Kommentar geschrieben habe, noch nicht wusste, ist, dass der HSV es noch viel schlimmer macht. Dann habe ich dann am Nachmittag habe ich dann im Fernsehen gesehen, HSV kriegt dann den Elfmeter unter die Latte, das hat Geräusche gemacht bis nach Hannover, verlieren 1-2 in Überzahl tatsächlich. Und dann habe ich bin dann nochmal in den Kommentar rangegangen und habe den nochmal so ein bisschen versucht, so ein bisschen so in die Richtung zu drehen, naja, geht vielleicht doch noch was, weil in Wahrheit bist du ja einen Punkt rangerückt. Durch so ein, ich sag jetzt, durch ein Gegurke in der ersten Hälfte, sage ich jetzt mal. Zweite Hälfte war okay, aber das, ja, was ich damit gemeint habe, nicht reif ist für dieses Spiel vor allem, dass es bei Düsseldorf nicht reicht, weil der Kader viel zu dünn besetzt ist und weil zu viele Verletzte da sind. Und bei 96 ganz offensichtlich es auch so ist, dass wenn du nicht am Anfang gleich ein Tor schießt, rennst du immer hinterher und dann hilft nur eins und das ist deine Bank. Und das hilft nicht immer. Also eine Aufholjagd, auch wenn es jetzt viermal gelungen ist, eine Aufholjagd 0-2 wird nicht immer gelingen. Smöre, von schwankenden Leistungen innerhalb eines Spiels kannst du, glaube ich, ein Lied singen. Dabei trägt doch jede Mannschaft so eine gewisse Stärke in sich. Wie kann das dann so stark variieren? Hallo, jetzt. Was ich spannend finde, dass dieses Wort Konstanz, glaube ich, in allen Sportarten, gerade in den Mannschaftssportarten, wiederzufinden ist, weil nach der streben wir letztendlich alle und eine gewisse Konstanz über eine ganze Spieldauer, das ist schon eine große Herausforderung, gerade wenn man, und da kann man, glaube ich, die zweite Fußball-Bundesliga in der Spitze vergleichen mit der Handball-Bundesliga und dem Mittelfeld. Das ist, ich glaube, bis Platz 8, 9 sind das ja wenige Punkte von Platz 3 an, die das zusammenbringt. Und insofern sind es letztendlich dann diese Details. Du sprichst sicherlich unser Spiel von gestern an, was unter besonderen Umständen... Nicht nur, aber auch das hatte zwei Halbzeiten. Das haben alle Spiele tatsächlich, die dauern auch 30 Minuten bei uns. Insofern ist das etwas, was, glaube ich, alle Spiele gleich haben. Ich verstehe aber, was du meinst. Es ist auf dem Niveau, auf dem wir agieren, auch ein Stück weit ein Phasensport geworden. Das ist auch keine Hannoveraner-Krankheit, sondern etwas, was wir in unserem Sport immer wieder sehen, dass es Phasen im Spiel geht, wo alles gelingt, wo man so im gewissen Flow ist und das berühmte Momentum, was dann von dem auch gesprochen wird, dann auf der eigenen Seite ist. Und solche Dynamiken laufen dann auch einmal gegen uns. Und gestern war es extrem, weil wir eine sehr gute erste Halbzeit spielen in einer sehr besonderen Atmosphäre, das muss man schon sagen. Das war auch einfach als Gast etwas, was wirklich dieses Europapokal-Flair ist, 6.000 Franzosen, ein Hallensprecher, der im Prinzip 60 Minuten lang durchquatscht und singt und macht und tut. Also es war sehr besonders mit einer Blaskapelle als Fanclub und also irgendwie sehr besonders, aber total positiv. Und wir verschlafen so ein bisschen den Start in die zweite Halbzeit, beziehungsweise nutzen vier Chancen nicht, zwei weitere technische Fehler und haben die ersten sechs Tore hinten drin. Und dann ist man 1-6 in die zweite Halbzeit gestartet und aus den zwei Toren Vorsprung ist man vier Tore auf einmal hinten oder... Ja, also der D-Zug, der dann über uns drüber gerollt ist, der war nicht mehr aufhaltbar. Und trotzdem, und dann ist meine erste Antwort schon extrem lang, muss man ja sagen, dass unsere Aufgabe war, im Europapokal weiterzukommen und die Vorzeichen vor dem Spiel gestern halt so waren, dass die Positionierung schon klar war und wir jetzt am Wochenende, am Freitag auch in Eisenach spielen. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir im Kalender ja 24 bisher vier Bundesligaspiele bestritten haben, die wir alle gewonnen haben und insofern sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg und kämpfen jedes Spiel darum, es erfolgreich zu gestalten, was uns in der Bundesliga aktuell besser gelingt als im Europapokal. Justus, von Martin Hanne wissen wir, dass der glühende Fußballfan ist und Fan des FC Bayern und selber auch mal gespielt hat. Was hast du für eine Beziehung zum Fußball? Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe leider mit Fußball nicht so viel am Hut. Klar guckt man mal ab und zu die Nationalmannschaft natürlich, die Topspiele in der Champions League oder so, aber sonst war ich immer eher beim Handball von Anfang an. Also ich habe auch früher nie Fußball gespielt. Das Einzige, was wir machen, ist zum Aufwärmfußball spielen, aber da spiele ich auch nicht mit. da läuft leider nicht so viel. Ich hätte sonst nicht gefragt, wo spielst du denn da? Ja, die Antwort ist relativ simpel. Ich stehe dann hinten in der Kammer und mache da ein bisschen Kraftübungen für mich, die mir dann da irgendwie im Sport ein bisschen weiterhelfen. Okay, du hast die Beine nur zum Laufen. Wir müssen noch fragen, wie geht's deinem Daumen?
Ja, gegen Stuttgart, Mitte erste Halbzeit, Ende erste Halbzeit, komisches Gefühl gehabt, in der Halbzeit getaped, bisschen weitergespielt, aber schon irgendwie gemerkt, dass es sich nicht so normal anfühlt. Ja, und dann einen Tag später MRT gehabt und ist leider gebrochen, muss jetzt ein bisschen Pause machen, kann leider nicht spielen. Man könnte mal sagen, du bist Rechtshänder, links brauchst du nur zum Stehen sozusagen. Warum kannst du trotzdem nicht spielen? Ja, das habe ich auch gehofft und habe auch gefragt, ob ich trotzdem spielen kann, aber beim Bruch ist das immer ein bisschen anders. Der muss halt einfach heilen. Ein Tape bringt da nicht viel. Wenn man trotzdem einen draufkriegt, merkt der Knochen das trotzdem. Und deshalb erweist sich das jetzt ein bisschen als schwieriger. Deshalb muss ich jetzt die Finger stillhalten, den Daumen stillhalten und kann dann hoffentlich bald wieder angreifen. Ja, das hoffen wir auch sehr. Wir kommen gleich noch zu dir. Dieter, warum zurück zu 96? Warum? Das war ein Genesungsapplaus jetzt. Warum glaubst du trotzdem noch an den Aufstieg von 96? Was spricht dafür? Also ich glaube ja persönlich, dass wir wirklich eine ausgezeichnete Mannschaft haben, obwohl immer bei uns dieselben spielen, was ich auch nicht verstehe, aber also ich finde schon, dass wir alles haben, ob es nur im Sturm ist, wenn wir zwei nicht können, kommen die nächsten zwei, haben auch eine gute Qualität. Also wir haben alles. Meiner Meinung nach, was bei uns total fehlt, ist so innerhalb der Truppe dieses Konkurrenzdenken. Also jetzt bitte nicht wieder missverstehen und ich hätte gesagt, ich sage jetzt mal ein Beispiel mit dem Heizenbeck. Der hat ja rote Karte, 2 Wochen Pause, alles Taco in Ordnung. Aber dann sehe ich ja beim Training, ist er fit, ist er nicht fit? Und vor allen Dingen, wie hat sein Ersatz eigentlich gespielt, dieser AMB? Also ich finde den gegen den HSV und das Spiel danach, Heimspiel, überragend. Und dann frage ich mich, wäre das nicht mal der Punkt gewesen, zu sagen, so, pass auf, du spielst weiter. Der soll sich gefälligst rankämpfen mal. So entsteht ja mal Konkurrenzdenken innerhalb einer Mannschaft. Und das fehlt mir total. Mir geht es nicht um alt oder jung, aber mir geht es darum, wenn einer Leistung bringt, verdammt nochmal, dann soll er auch spielen. Und ich mag so Sätze nicht wie mit meinem Gintorf, den mag ich ja ganz gerne, ich sehe den ja immer bei der U13, finde ich ganz spannend, den Jungen. Ne, und dann, ja, der hat sich das verdient. Ja, wenn der eine super Trainingswoche hat, dann lasse ich ihn spielen. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Der hat in 5 Minuten, war der aggressiver, als der Schaub in 85 Minuten draußen auf dem Platz. Und das müsste man eigentlich mal hinbekommen, dass man das einfach mal laufen lässt. Wer Leistung bringen will, dann lasst ihn doch. Ist egal, ob jung oder alt, aber bei uns ist immer alles gesetzt. Es ist immer alles dasselbe. Da weißt du, ach, der nächste Woche spielt der sowieso wieder. Also wenn ich dann junger Spieler wäre noch heutzutage, also ich hätte nicht diese Geduld und diesen Langmut, also das wäre schon eine andere Hausnummer gewesen. Aber das wünsche ich mir, ein bisschen mehr Konkurrenzdenken. Ich glaube, die Mannschaft will und glaube, wenn das da wäre, dann können wir wirklich jeden schlagen. Dann können wir auch in Osnabrück gewinnen, weil dann, wir haben genug Spieler mit Mentalität, wenn die dagegen halten, da hätte ich gar keine Angst. Bloß das ist, ich sag mal, jetzt bin ich gerade so schön am Quatschen, das ist jetzt dieses Mittelfeld, das ist die Raute. Das ist ja alles schön, ich mag das, das ist offensiv gut, aber der liebe Gott, das ist wirklich eines der schwierigsten Systeme, weil du musst immer die Rückwärtsbewegung sehen und du musst gut stehen, gut laufen und das muss alles passen. Aber wenn du 2, 3 hast, die das nicht machen, dann kommt das so rum wie gegen Düsseldorf. Dann hast du keine Stabilität, dann hast du Halste, der auch keine Form hat, warum auch immer, will ich gar nicht bewerten. So, und dann kommt so ein Spiel zusammen. Mit 0-2, fand ich, waren wir noch gut bedient. Und dann wechselst du 2-mal um, es kommt einer rein, der ist unbedarft, der geht einfach die Linie lang, so ein junger Bengel, klar, der steht 3 Meter vom Tor, kriegt auch nicht, aber ist eine andere Geschichte, aber er hat die Chance, das fand ich wieder gut. Und so muss man es machen. Mensch, lass doch einfach die Jungen laufen. Nicht immer dieselben zum Spielen bringen, das bringt, glaube ich, nichts. Dirk, danke, Dieter. Dirk, und du sagst uns jetzt, warum sie nicht aufsteigen. Ah, danke für diese Rolle. Warum steigt 96 nicht auf? Also was gefällt dir nicht? Also was mir nicht gefällt ist, es hat jetzt auch ein bisschen was mit dieser Mittelfeldraute zu tun, da brauchst halt jemanden, der da, ich sag mal, im Handball so leicht übersetzt ist, so ein bisschen so Rückraumspieler, der in der Verteidigung halt auch ein bisschen was wegräumt und der halt ballsicher ist und so weiter und so fort. Und da sitzt einer neben dir, der könnte... Ja, der ist ja Kreisläufer, der muss ja nur... Nee, der kann auch hinten. Oh, der kann auch hinten. Ja, der räumt auch hinten. Ja, ja. Ja, gut, ja, okay, ja, im eigenen Kreis, ja, logisch. Aber
erstmal so mit Ball, sage ich jetzt mal so. Also Max Christiansen, von dem war ich wirklich enttäuscht gegen Düsseldorf. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass man den Max Christiansen in Hannover mal sieht, den man geholt hat oder holen wollte. Der hat bei dem zweiten Tor ganz, ganz schlecht ausgesehen und insgesamt auch nicht so das Spiel, wo ich denke, der passt dazu. So, und er passt zur Mannschaft. Und bei Fabian Kunz ist es so, bei dem habe ich ein besseres Gefühl, aber der ist jetzt natürlich auch jetzt nicht ein herausragender Sechser, der es alleine spielen kann, jetzt so in der Liga. Und da fehlt so ein Baustein bei dieser Mannschaft. Und ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen, dass sie das nicht durchdrücken können, dass sie sagen, okay, wir kommen jetzt und stürmen und so weiter. Nee, der Gegner kann auch schnell umschalten. Also das können in der zweiten Liga können das alle und dann stehst du halt dumm da. Und was ich aber jetzt mir so ein bisschen erhoffe, ist, dass die Viererkette ein bisschen mehr Stabilität bekommt, wenn RMB wirklich in der Innenverteidigung bleibt. Großartiger Zweikämpfer, Neumann macht das gut und Halstenberg auf der linken Seite. Das beruhigt dann so ein bisschen. Aber ich glaube, das Mittelfeld ist bei 96 so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen, sondern Mittelfeld ist das Problem, wo es vielleicht nicht reicht für die erste Liga bzw. für den Aufstieg. Justus, ja, Sie können gerne applaudieren, immer wieder. Justus, der beste Handballspieler in Deutschland war mal Gensheimer, war mal Karabatic, war also immer so im Verdienst um 1 Million rum. Der bestverdienende Fußballer bei Bayern hat so 28 Millionen etwa. Beneidest du manchmal die Kollegen von Hannover 96, die eine Klasse unter euch spielen, um die Gehälter? Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ich bin einfach unglaublich dankbar, jetzt irgendwie mit meinem Hobby, womit ich als 6-Jähriger angefangen habe, jetzt irgendwie mein Geld zu verdienen. Das ist einfach schon Wahnsinn. Aber klar, es ist schon krass, wenn man das alles so sieht, diese Zahlen und alles. Aber ich glaube, dafür spielen wir jetzt primär erstmal nicht. Ich habe angefangen, weil ich den Sport liebe und das meine Leidenschaft ist. Und dass ich dazu jetzt einfach auch noch wirklich gut über die Runden komme, so ist jetzt nicht. Oh, das ist schön. Das bin ich unglaublich dankbar für. Ich Sehr bin schön. Da jetzt nicht so groß am Vergleichen. Das ist super. Finde ich eine super Einstellung. Aber Dirk, erzählt uns jetzt mal, was bei 96 gerade so verdient wird. Im Detail weiß ich das nicht, aber ich sag mal so, Höchstverdiener schrammt schon an der 1 Million dran. So, also Halstenberg beispielsweise, der kommt jetzt, der hat zwar gesagt, ich will jetzt wieder hier wohnen und so weiter und so fort, aber der ist schon Höchstverdiener. Ziele hat einen hervorragenden Vertrag, ist etwas weiter drunter, aber auch so 700.000 so ungefähr, das ist so die... Ich komme auf die Frage, weil wir geschrieben hatten, Besuschkow, als der weggegangen ist in die zweite österreichische Liga, der hätte hier 42.000 im Monat gekriegt. Im Monat! So ein Typ, der hier noch nicht mal auf den Boden gekommen ist. Die machen sich im Fußball halt gegenseitig die Preise so ein bisschen kaputt, das ist so. Also das Argument damals, Besuschkow zu holen, Das Argument war das Gehalt, was er bei Hannover 96 bekommt, im Vergleich zu den anderen Vereinen, die um ihn gebuhlt haben. So, der war damals einer der herausstechenderen Mittelfeldspieler in der Liga bei Regensburg. Die haben natürlich einen ganz anderen Fußball spielen wollen. Und der hat hier nicht eingeschlagen, aber sie haben ihn mit diesem Gehalt nach Hannover gelockt und gehofft, dass er halt auch das Mittelfeld stabilisiert. Ist nicht eingetreten, muss man sagen. Hast du im Kader jemand, der 42.000 im Monat verdient? Muss ja nicht sagen, wer, aber hast du einen? Ich glaube, der Betrachtungs... Also, nein. Also, außer dir. Ja. Gut, aber es geht ja darum, Qualität zu bezahlen. Seit der ZDF-Mann ist, kommen immer solche Dinger. An der Stelle auch nochmal danke für eure Gebühren. Aber ich finde, die Antwort von Justus... Die ist nicht aufgesetzt, sondern das fühlt der Junge so. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich in meiner Sportart auch sehr stolz bin. Die Jungs wissen schon genau, wo sie stehen und die gucken nicht nur nach oben. Natürlich ist der Fußball da in einer privilegierten Rolle, weil sie aber auch das Ganze erwirtschaften. Das hat man ja nicht im Lotto gewonnen, sondern wenn 96 gut spielt, dann sind hier über 40.000 Leute im Stadion. Und das wirft natürlich auch was ab. Straße weiter runter ist aber der Olympiastützpunkt und Olympia ist ja so ein bisschen auch das Thema. Es gibt genug Sportarten, wo es einfach Menschen gibt, die davon träumen, einmal an diesem Event teilzunehmen und teilweise sogar Geld mitbringen und ohne Sportförderung und die Bundeswehr oder die Bundespolizei gar nicht in der Lage wären, ihren Lebensunterhalt so zu bestreiten. Insofern sind wir auch im Handball in einer sehr privilegierten Situation. So wie Justus es auch gesagt hat, wir können uns auch unsere Brötchen davon kaufen und schauen nicht nur nach oben, sondern eben auch nach unten und wollen uns als Sportart Nummer 2 natürlich auch gegen viele andere interessante Ballsportarten weiter durchsetzen und sind froh, dass es
ja, diese positive Stimmung für unseren Sport in der Nation und in der Region gerade auch gibt. Toll, sehr schön. Dieter, 1 Million Verdienst für Heizenberg, ist der sein Geld wert? Ja, es muss ja auch ein Zweiter unterschrieben haben, ne? Sonst, dass er jetzt... Neben dir oder wie? Ja, ja, ist klar. Aber ich meine, Leipzig hat der sicherlich viel mehr verdient als hier bei uns. Aber ich denke mal, er ist ein Nationalspieler und das hat halt seinen Preis. Aber ich finde die Einstellung von dem jungen Mann finde ich sehr gut. Zuerst immer den Sport im Vordergrund und dann kommt das viele Geld kommt dann von ganz alleine, bloß nicht nur an die Kohle denken. Ich glaube, das ist der verkehrte Weg, den man machen kann. Aber ich weiß nicht, ob das momentan, ich glaube nicht bei anderen Vereinen in der zweiten Liga, dass so viel gezahlt wird wie bei 96. Aber wenn du einen haben willst, die kommen halt nicht und sagen, ich bin jetzt 33, also ich will noch mal den Sport im Vordergrund stellen. Also das machen die sicherlich nicht. Aber das imponiert mir sowas. Ich hatte mal 84 bei der Olympiade in Amerika, hatte ich mal ein anderes Erlebnis mit Handballern. Damals gab es diesen Hexer noch, oder wie der hieß, der Torwart. Ich weiß gar nicht den Namen mehr. Andreas Thiel. Thiel, so heißt der, genau. Und da sind wir angekommen und da sagte er schon, ah, da kommen die Fußballer, die Rolex-Klicker. Und da hatte ich mir ganz kurz überlegt, ob ich da hingehe und ihn daran hindere, morgen im Tor zu stehen. Das habe ich dann aber sein lassen im Interesse des Sports. So. Aber es war nicht schön mit dem. Dieter, noch eine Frage nachgeschoben zu Heizenberg. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wo der eigentlich spielen soll, weil er hat ja jetzt auch schon linker Verteidiger gespielt. Ich dachte, da sollte zentral hinten spielen und den Laden zusammenhalten. Ja, also tatsächlich, also als das Thema aufkam, dass er zu 96 zurückkehrt sozusagen oder seiner Heimat zurückkehrt, wollte er tatsächlich als Linksverteidiger kommen. Jetzt hat man natürlich dann überlegt, okay, wo können wir, sagen wir so seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen, Champions League, Nationalmannschaft und so weiter und so fort am besten gebrauchen. Und es hat sich ja dann auch gezeigt, Innenverteidigung, Dreierkette, Viererkette, ist ja egal, hat er durchaus gute Spiele gemacht und er hat halt eine Fähigkeit im Spielaufbau, die andere Spieler in der Liga nicht haben. Jetzt geht es natürlich nicht mit Halbgas, wie gegen Düsseldorf in der ersten Hälfte, so kannst du nicht Fußball spielen in der zweiten Liga. Und da 96 gerade auf der Linksverteidigerposition jemand fehlt, macht es ja durchaus Sinn, ihn da spielen zu lassen. War ja auch so in der zweiten Hälfte und das war auch okay. Und ich finde, du musst die Spieler da aufstellen, wo sie am besten zur Geltung kommen für die Mannschaft. Wenn der Spieler glänzt, glänzt auch die Truppe. Und wenn er da links spielt und gut spielt, dann soll er da spielen. Vor allen Dingen ist es so, es hat Dieter gerade schon gesagt, dass Aaron Bee ein hervorragender Innenverteidiger ist. Wenn Halstenberg da spielt, dann muss der raus. Das heißt, du hast einen super Spieler auf der Bank und du nimmst irgendeinen Ersatz, Vogelsammer spielt Rechtsverteidiger und sonst irgendwie was. Du hast aber den Besten für diese Position eigentlich auf der Bank. Das wäre Unsinn. Deswegen würde ich ihn links lassen und so wird es, denke ich, auch kommen. Wir machen weiter im Programm. Dieter, wir reden über Stürmer. Bisschen ruhiger muss es noch wieder werden. Dankeschön. Dieter, uns ist klar, dass du immer vorne mit Nico Tresoldi spielen würdest. Aber wer soll denn noch vorne spielen? Wir haben ja Möglichkeiten. Nielsen, Vogelsammer. Also den Vogelsammer finde ich immer ganz spannend. Wegen der Tätowierung? Nee, deswegen nicht. Aber der hat schon Power, der hat schon Kraft. Mir gefällt das, wenn sich einer wehrt. Und ja, Tresoldi ist für mich eigentlich ein Gesetzter, auch wenn er mal schwächere Phasen hat. Aber ich glaube, dem gehört einfach die Zukunft. Aber am liebsten ist, wenn der Nielsen spielt mit dem Tresoldi, ein alter, junger, ein Kopfballspieler. Das passt irgendwie, das finde ich immer ganz spannend. Und 96 sollte froh sein, 4 gute Stürmer zu haben. Ja, Cedric Teufert ist offensichtlich kein Mann der Zukunft mehr, Dirk. 10 Tore, er hat jetzt sein 10. geschossen. Ich habe es hinterher, ehrlich gesagt, erst im Sportstudio gesehen, dass beide Tore, ja, wenn sie nicht abgefälscht gewesen wären, irgendwo gelandet wären, nur nicht im Tor. Aber trotzdem sitzt Cedric Teufert auf der Bank. Ja, der ist einfach nicht fit, ne? Also nicht fit genug, um von Anfang an zu spielen, um länger als eine Stunde oder weiß ich nicht was zu spielen. Der hatte ja diese Verletzung, die war dann auch schlimmer als gedacht. Und das hat länger gedauert als gedacht. Und dann hatte der irgendwie eine Grippe, konnte das Programm im Winter nicht machen, hat die Vorbereitung fast komplett verpasst. Und dann sitzt du einfach als Bester, eigentlich als, ja, wie soll ich sagen, als talentiertester Stürmer sitzt du dann auf der Bank. Also es gibt jetzt keinen, der so einen exakten Abschluss hat, wie Cedric Teuchert, wenn er in Schussposition kommt. Aber wenn er nicht fit ist, dann bringt das auch nichts. Smyre, wie würdest du als Sportmanager jetzt reagieren? Zieler, Teuchert, Niesen, Ernst, allen Vertrag geben und dann ist Ruhe? Oder erst
würdest du sagen, erst laufen, dann kaufen? Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja immer, dass spätestens beim dritten oder vierten das Geld alle ist. Und insofern muss man schon mal ganz genau hinkommen. Und da wir uns ja im Leistungssport befinden, würde ich dann auch ein Stück weit immer nach Leistung gehen und dementsprechend agieren. Dieter, wen von den genannten Spielern würdest du mit in die nächste Saison nehmen? Entweder in der Bundesliga oder in die nächste Anlaufstation für die Bundesliga? Das hättest du mich mal, nachdem ich in Rente gegangen bin in einem Monat, hättest du mich das fragen müssen. Ich weiß es nicht, aber ich bin seiner Meinung, so ein Teuchert, ja, also ich wüsste nicht, ob ich jetzt ihm nochmal den vollen Betrag zur Verfügung stehe, den er hier bisher hatte, sondern so spannend fand ich seine Leistung jetzt nicht. Also das wären auch harte Verhandlungen. Oder der Ron wird sicherlich auch nicht so viel verdienen mehr, wie er es hatte, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht machen sie es auch. Und ich denke auch, also Leistung ist schon mal ein Kriterium, um jemanden zu bezahlen. Da bin ich auch ein großer Freund von. Und dann muss man mal sehen, was dabei rumkommt. Der Teuchert hatte ja die Chance, nach Amerika zu gehen. Und 96 hätte gerne gewollt, dass er es macht, aber er wollte es nicht. Und es wird schwer. Wenn du kein Stammspieler bist, dann kannst du nicht mehr die vollen Summen aufrufen. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Aber wie gesagt, erste Fünfte in Rente, dann gucke ich mir das in Ruhe an. So. Da gucken wir mal, wie das mit deiner Rente hinhaut. Justus Fischer, wir wollen ein bisschen über dich sprechen. Die Fragen habe ich mir vorhin ganz schnell zusammen mit Simon Lange natürlich noch notiert. Du bist Kreisläufer. Die erste Frage muss natürlich sein, zählst du deine blauen Flecken nach so einem Bundesligaspiel? Das habe ich aufgegeben. Das sind so viele, das macht keinen Sinn. Okay, ist schon Kampfsport in der Szene, in der du dich da vorne bewegst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da im Kreis ist es mit Abstand die körperlichste Position. Man hat durchgehend irgendeinen, der ihm auf den Sack geht. da habe ich mich jetzt aber dran gewöhnt und fühle mich da auch irgendwie ganz wohl. Ich habe auch eine Zeit lang Judo gemacht, also ich weiß mich auch zu wehren. Deshalb macht mir das auch Spaß. Okay. Wir wissen ja seit etwa einer Stunde, dass du mit Fußball nichts am Hut hast, aber man hat mir geflüstert, Basketball, das wäre deine zweite große Liebe und Leidenschaft. Du bist 1,94 Meter. Hättest du es als Basketballer auch mal versuchen können oder ist das nur eine Liebe zur Sportart? Ich glaube, dafür müsste ich noch ungefähr 10 cm größer sein. Das ist leider so. Außer Point Guard, aber so gut werfen kann ich leider nicht. Das zeigt meine Quote auch aktuell in der Bundesliga. Nee, ich glaube, von Anfang an war es irgendwie klar, dass ich ganz gut im Handball bin. Aber zusätzlich spiele ich trotzdem gern mit meinem Dad oder mit meinem Bruder meine Runde Basketball. Du sprichst gerade deinen Vater an. Thorsten ist auch da. Hallo, grüße sehr herzlich. 13 Menschen, meine Damen und Herren, haben bei Wer wird Millionär die Millionenfrage gelöst. Thorsten, der Vater von Justus Fischer, ist einer davon. 2015 war das. Und die Frage an den Sohn muss natürlich sein, hast du von der Million was abbekommen? Ihr habt schon alles umsonst hier, Freunde, übrigens. Ne? Runde. Nee, nicht so viel, leider. Aber ich glaube, Papa weiß ganz gut, wie man damit umgeht. Das ist ganz gut. Alles gut. Hast du es damals im Fernsehen hautnah mitverfolgt? Ja, genau. Man darf ja nichts sagen, es ist eine Aufzeichnung, ne? Genau, also, er hat uns tatsächlich auch nichts gesagt, nur dass es ein bisschen mehr geworden ist. und dann haben wir viele Leute eingeladen und uns das dann zusammen vom Fernsehen angeguckt, mitgefiebert und uns dann natürlich mega gefreut und uns in den Arm gelegen. Er hat mir gerade vorhin die Millionenfrage genannt. Das ist ja schon ganz schön knifflig. Ist dein Vater so ein Schlauer? Ja, also damals vor allem einfach. Ach, damals war es schon. Also, wenn ich eine Frage habe, kann ich mich immer an ihn wenden. Da hat er eigentlich meistens eine Antwort. Aber vor allem damals hat er einfach unglaublich viel, was Allgemeinwissen ging, viel gelesen, was er eigentlich immer noch macht. Aber damals wirklich in einer extremen Form. Also, er hat alles wirklich gelesen, jede Zeitung, viel Geschichte. Das ist schon krass und. Ja, dass dann da in der Millionenfrage so ein paar Dinger zusammengelaufen sind, die er sich dann auch noch irgendwie auf irgendeinem verrückten Weg ausgerechnet hat, den ich auf jeden Fall nicht so hinbekommen hätte, freut mich natürlich mega. Ja, klasse. Jetzt bist du durch deinen Daumenbruch nicht dabei bei der Quali in einer eigenen Stadt. Wie bitter ist das? Ja, ist natürlich
ist jetzt erstmal egal, in welcher Stadt es gewesen wäre, aber ich habe ja auch bei der U21-Weltmeisterschaft irgendwie in der Swiss Life Hall die Vorrunde spielen dürfen und habe miterlebt, wie die Hannoveraner dann einen auch irgendwie als Local Boy noch ein bisschen mehr supporten. Das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Deshalb ist es schon auch noch ein bisschen ärgerlicher auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass du ein oder sogar zweimal wichtige Daten des Bundestrainers gelöscht hast. Wie ist das passiert und wie viel Ärger hat das gegeben? Also Ärger zum Glück nicht, nur ein dummer Spruch vom Trainer. Ja, ich war neu, ich war ultra nervös, als ich das erste Mal dabei war. Wir haben so eine neue Plattform da benutzt, die ich noch nie benutzt habe. Wusste nicht ganz, damit umzugehen und wollte eigentlich nur eine Datei irgendwie verschieben und habe sie dann für alle verschoben. Und das dann irgendwie auch irgendwie... Okay. Es waren dreimal, nicht nur zweimal. Also ging richtig in die Hose, ja. Okay. Du giltst als wirklich einer der begehrtesten Kreisläufer weltweit. Ich habe gehört, dass Kiel schon mal nachgefragt hat, Flensburg, da gibt es ja dann viele Gerüchte, wir fragen den Sportdirektor gleich mal, und auch der FC Barcelona. Wird einem schwindelig, wenn man von solchen Angeboten hört? Wir wollen ja jetzt nicht über Geld reden, aber... Ja, war schon krass erstmal. Also, das Vertrag bis 2025, muss man sagen. Also, genau. Der geht nicht mehr so lang. Man muss ja dazu sagen, das ging jetzt bei mir alles ganz schön schnell. Also vor 2 Jahren war ich noch in der zweiten Herren unterwegs, in der dritten Liga. Und dann gab es so ein paar Schlüsselmomente, wo ich die Chance dann irgendwie so ein bisschen genutzt habe. Deshalb... Es ist unglaublich, was aktuell jetzt nicht nur was die ganzen Anfragen angehen, sondern auch das mit der Europameisterschaft, U21-Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist schon jetzt eine verrückte Zeit, aber ich genieße das in vollen Zügen, weil es natürlich auch irgendwie meine Arbeit wertschätzt, wie viel ich da reinstecke. Ja, das freut mich natürlich irgendwie auch. Das kann das ja auch, meine Damen und Herren. Nationalspieler für Deutschland. Letzte Frage. Ich habe gehört, vor dem Spielanpfiff putzt du dir in der Kabine immer noch mal intensiv die Zähne. Was bringt das? Also wahrscheinlich ist es erstmal nicht so gut, weil mit Mundgeruch würden die Gegenspieler wahrscheinlich nicht so gerne neben mir stehen. Aber ich weiß nicht, irgendwie das erste Mal, als ich in Kiel gespielt habe, habe ich mir irgendwie vergessen, morgens die Zähne zu putzen. Und dann habe ich ein ganz gutes Spiel in Kiel gemacht und jetzt habe ich das irgendwie beibehalten und putze mir vor jedem Spiel irgendwie ja, intensiv die Zähne und esse dann bis zum Spiel nichts mehr, um dann mit strahlenden Zähnen im Fernsehen lächeln zu dürfen. Und du hast ja hier eine ganze Menge weiblicher Fans auch. Ich habe ja gesehen, wie du hier ein Foto nach dem anderen gemacht hast und ein Fan hat mich eben gefragt, die hatte ich beim Ball des Sports gesehen mit einer Frau. Und, eine hübsche Frau, meine Schwester. Eine Schwester, ja. Ne? Und sie hat doch die Frage, ob du solo bist und eventuell noch, also erstmal, ob du solo bist. Ja, ich bin solo, ich bin auf der Suche, aber kein Stress. ich glaube, viele sind abgeschreckt, wenn sie meine Schwester neben mir sehen, weil das wirklich eine 10 aus 10 ist. prahle ich gerne mit. Ja, aber nee, ich bin solo, ja. Okay, gut zu wissen. Justus Fischer ist hier, meine Damen und Herren. Und herzlichen Gruß auch an Martin Hanna an der Stelle, ja. Und ja, gute Besserung auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass der die Quali mitspielen kann. Noch ein Wort, Möhre, zu diesem Mann am Kreis? Ich glaube, er hat sein Tinder-Profil brauche ich jetzt nicht mehr weiter auffüllen. Das kann er schon ganz alleine, das ist auch groß. Aber wir wissen, genau, also Justus hat es ja angesprochen, das ist jetzt, glaube ich, knapp 1,5 Jahre her, dass Justus seinen ersten Profivertrag überhaupt unterschrieben hat. Bombenentwicklung, ne? Und ja, rechtfertigt auch das Vertrauen, was er bekommt. Und Christian Prokop als Trainer ist ja auch jemand, der, da sind wir wieder beim Thema, nach Leistung aufstellt. Und insofern hat Justus, glaube ich, bei uns viel Spielraum, sich auch dahingehend weiterzuentwickeln. Hat natürlich auch mit
Marian Michalczyk, ein Spielmacher, der Top-Assist-Geber letztes Jahr in der Bundesliga war und jetzt auch wieder ganz oben da steht. Das ist natürlich eine dankbare Situation, gerade als Kreisläufer, wo du darauf angewiesen bist, Bälle zu bekommen und gefüttert zu werden. Und da hat Justus, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. Auf der anderen Seite ist jetzt auch die Herausforderung, und das hat er ja auch, und das macht den Jungen ja auch aus, selbstkritisch angesprochen, dass die Quote vielleicht dieses Jahr nicht ganz auf dem Niveau ist, wie es vielleicht schon war. Und das hängt halt auch ein Stück weit damit zusammen, dass die Torhüter sich inzwischen ein Stück weit besser vorbereiten. Und das ist in so einer Entwicklung eines Spielers, gerade aus der Nahwurfzone, also die Außen- und die Kreisläufer, ganz typisch, dass es da noch manchmal so eine kleine Welle gibt. Und da sich dann wieder draus zu arbeiten, da kristallisieren sich dann die richtig Großen draus. Und da hat er alle Möglichkeiten. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir über 25 hinaus mit ihm. Ich wollte gerade zu dieser Frage kommen. Natürlich, wann wird sein Vertrag zu möglicherweise deutlich verbesserten Bezügen verlängert? Bist du jetzt in das Beraterteam eingestiegen oder wie ist das? Wir hatten vorhin mal kurz darüber gesprochen. Ich hatte rausgehört, dass er total zufrieden ist mit seinem Auskommen. Und, okay. Sein Vater ist anderer Meinung. Ich glaube, also ist ja kein Geheimnis, dass wir auch miteinander sprechen. Also er spricht ja nicht nur mit den Vereinen, die wir alle, by the way, irgendwann mal schon auf der Wegstrecke geschlagen haben in den letzten Wochen und Monaten. Insofern gibt es, glaube ich, auch genug Gründe dafür, in Hannover zu spielen. Wir spielen europäisch, wir sind im oberen Drittel dabei und haben, glaube ich, eine spannende Konstellation zusammen. Du hast es angesprochen, 4 Nationalspieler aktuell. Wir bekommen zum nächsten Jahr einen Torhüter mit Joel Bierleben, der sicherlich auch das Potenzial hat. Er hat schon gespielt, der Nationalmannschaft. Er hat 23, war das der Nationalmannschaftstorhüter. Das ist eine spannende Kombo. Wenn die zu 5 lostigern, weiß ich nicht, ob da so ein Kombi noch reicht oder ob die dann schon im Bulli zur Nationalmannschaft fahren müssen mit dem Gepäck. Ist vielleicht auch ein spannendes Konstrukt, wo man sich noch mal ein bisschen austoben darf. Aber bleiben wir ruhig mal dabei. Das kann dich ja einerseits freuen und andererseits beschweren, weil das natürlich eben auch die Begierden von anderen Clubs weckt, wenn du 5 Nationalspieler in der Mannschaft hast. Das ist definitiv so. Wir haben uns aber auch in den vergangenen Jahren immer organisch entwickelt und sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind auch in der Lage, die Jungs durchaus zu halten. Haben ja auch mit Martin, mit Renas, Marjan, der jetzt auch ein Stück weit vorangegangen ist, seinen Vertrag bis 27 verlängert hat, so einen Anker gesetzt, wo dann auch die Jungs sagen, wo soll denn der Weg eigentlich hingehen? Und insofern, glaube ich, haben wir gute Argumente auf unserer Seite auch, das Konstrukt fortzuführen. Und wenn man, Justus ist 2003 geboren, also das ist ja auch, es tut dem einen oder anderen, es tut selbst mir weh, inzwischen. Das heißt, er hat noch ganz, ganz viel Handball vor sich und die nächsten Jahre werden sehr, sehr wichtig für ihn sein. Das weiß er, glaube ich, selber auch und in der aktuellen Konstellation mit einem Trainer, der auf ihm setzt und mit Mitspielern, die, glaube ich, wo auch in das Spielkonzept sehr, sehr gut in Angriff und Abwehr reinpasst, haben wir in Hannover ein super Umfeld, die Family im Background, wo vieles zusammenpasst und wo wir uns einfach sehr darüber freuen würden. Und ich glaube, das ist auch was wir ihm gesagt haben, das ist ja jetzt kein Geheimnis, was ich hier ausspreche, dass wir uns freuen würden, wenn er über 25 hinaus auch in Hannover bleibt. Wie ist deine Tendenz? Fragen wir ihn gleich selber. Du bist hier zu Hause, du bist familiär sehr stark verwurzelt. Wie ist deine Tendenz? Noch ein bisschen bleiben, eben weil du noch 10 Jahre, 15 Jahre Handball vor dir hast? Ich glaube, Smyra hat das einfach gut gesagt. Wir sind in guten Gesprächen. Es gibt viele Sachen, die einfach für Hannover sprechen. Ich glaube, mit jetzt auch noch Bierlehm dann als Torhüter nächste Saison haben wir wirklich noch viele, viele Türen, die uns offen stehen für die weitere Zeit. Deshalb spricht schon einiges für Hannover. Und man sagt ja, Hannover hat die schönsten Frauen. Also, wer weiß. Smyra, Platz 6 ist ein bisschen abonniert für euch. Letzte Saison 6., jetzt seid ihr wieder 6. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, da ist schon ein gewisses Delta erreicht. Ne? Nach unten, Gott sei Dank. Nach oben ist aber auch noch ein bisschen was. Ist das so ein Platz für euch? Oder habt ihr schon den Ehrgeiz, irgendwann auch mal wirklich ganz oben anzugreifen? Wir haben uns in der Pause ein bisschen über Geld unterhalten. Und die anderen Clubs sind natürlich finanziell schon noch ein paar Millionen weg von Hannover. Man muss das, glaube ich, relativieren. Wir haben jetzt 15 Jahre Clubgeschichte so in der ersten Liga hinter uns. Und hätte 96 gerne. Also erste Liga hinter uns, genau. Und sind jetzt in der Herausforderung, das erste Mal 2 Jahre in Folge ein gutes Ergebnis einzuspielen. Und noch ist die Saison ja auch nicht zu Ende. Das heißt, da fließt noch viel Wasser die Leine herunter. Gegenwärtig sieht das ganz gut aus. Wir haben jetzt auch eine Mannschaft vor uns mit der MT Melsungen, wo wir uns auch ganz gerne weiter ranrobben wollen. Die haben jetzt ein Spiel mehr.
Wir hätten die Möglichkeit mit einem Spiel in Eisenach, was eines der schwersten Spiele dieses Jahr sein wird, weil da eine sehr... Die Hölle von Eisenach? Das ist, ja, und auch eine Mannschaft, die einfach sehr unbequem, sehr unorthodox spielt und jetzt zuletzt sehr, sehr nah dran war, auch Mannschaften wie den THW Kiel zur Strecke zu bringen. Sie sind unten drin, muss man dazu sagen, das ist ein bisschen wie Osnabrück, ne? Genau, ja, aber sehr, sehr unbequem und vor allem auswärts. Und auch das Hinspiel haben wir ganz souverän mit einem Tor zu Hause gewonnen. Und insofern ist das so die nächste Herausforderung und wir sind einfach gut beraten, jetzt rein in der Saison, Step by Step und Spiel zu Spiel, das ist, glaube ich, auch sportartenübergreifend wunderbar, wenn man das Ganze so betrachtet. Und trotzdem, und ich glaube, das ist es so, dass wir uns intern natürlich keine Limits setzen und das bestmögliche Ergebnis erzielen wollen. Ich finde aber auch, das muss man sagen, mit der Zusatzbelastung Europapokal ist das schon beachtlich, dass wir uns jetzt erstmal festsetzen können und das hat gar nichts mit Stagnation zu tun, sondern ich sehe da durchaus eine Entwicklung, wenn wir uns dort festbeißen können, das mal 2-3 Jahre bestätigen, um dann Anlauf zu nehmen, vielleicht auch in den nächsten Regionen dort reinzuspringen, dann ist das ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, gerade wenn man schaut, welche Mannschaften mit welchen finanziellen Möglichkeiten auch hinter uns stehen. Und insofern bin ich aktuell sehr zufrieden. Rhein-Neckar-Löwen, Leipzig, Gummersbach, Stuttgart. Also es sind viele Player, die da auch ähnliche Ambitionen haben und in den Europapokal rein wollen. Und das wäre, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, dieses Jahr das zu bestätigen. Und die Reise im Europapokal ist auch noch nicht vorbei. Wie geht nach Göteborg jetzt? Da geht es genau hin. Im sogenannten, also es heißt Playoffs, aber es ist vergleichbar mit einem Achtelfinale. Und insofern sind wir da dieses Jahr auf einem sehr, sehr guten Weg nach wie vor. Aber man soll den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Wir müssen noch einmal kurz über den Trainer sprechen. Was heißt einmal kurz? Wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Als er vor 3 Jahren nach Hannover kam, galt er als gescheiterter Bundestrainer. Und viele haben gesagt, was wollen die denn mit dem? Alle haben gezweifelt und jetzt sagt Alfred Gislason, ich liebe Christian Prokop dafür, dass er meine Nationalspieler so fördert. Ist da eine Liebesbeziehung draus geworden jetzt von den Recken zu Christian Prokop? Also Christian ist ein Trainer, der extrem gut zu uns passt. Das war der Grund, warum wir damals die Gespräche aufgenommen haben und das war auch der Grund, warum wir in der Anfangsphase auch ruhig geblieben sind, weil wir daran geglaubt haben, dass wir einen Trainer bekommen, der einen Weg mit uns geht, der zu uns passt, der auch eine gewisse Identifikation schafft und der auch Lust darauf hat, junge Spieler zu entwickeln. Und wenn wir darauf schauen, wir haben 5 16er-Kader haben wir, beziehungsweise 17 Profis bei uns und 5 sind dabei wirklich aus dem eigenen Stall, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote. Haben zusätzlich mit Renas Uschins, der jetzt inzwischen ja auch Nationalspieler ist, einen Spieler geholt, der bei Magdeburg in der 3. Liga gespielt hat, in der 2. Mannschaft und auch den weiterentwickelt und das Potenzial erkannt, sodass wir uns da einfach ja, in einer guten Situation befinden und in einem regen Austausch logischerweise auch und diesen Weg natürlich auch mit den Spielern und mit dem Trainer auch gerne fortsetzen. Dieter, die Recken haben im Februar 7 Pflichtspiele gemacht. Hast du in deinem Leben in einem Monat jemals 7 Pflichtspiele gemacht? Ja, ich glaube beim HSV. Doch, beim HSV war pausenlos immer irgendwas los. Du warst immer nur in der Luft oder auf dem Platz. Also das könnte schon gewesen sein. Aber Fußballer haben es schon gut. Das muss man einfach so sehen, nicht? Und ich würde mich mal freuen, wenn es auch mal, aber das ist eben ein anderes Thema, wenn es mal so ein bisschen, ich mag halt den englischen Fußball sehr gerne, dieses ewige Gewälze hier in Hannover, wo ich immer denke, Mensch, der schöne Rasen, musst ihr das machen, aber das ist einfach dieses, manchmal denkst du, Mensch, da muss sofort der Rettungshubschrauber, der muss landen, das geht ja gar nicht anders. Und dann 3 Sekunden später hüpft er wieder vor Freude, das ist schon, deswegen mag ich gerne England, da geht es schön zur Sache, da ist auch ein Schiri bereit, nicht immer jedes Ding zu pfeifen, ne, aber man muss das auch so ein bisschen mögen und ich höre aus seinen Worten raus, mir ging es ja auch so, als ich jung war, ich mochte das schon, also da in der Mitte stehen und sich mit den größten Brocken da auseinanderzusetzen, das war meine Welt, mein Spiel. Und er kommt jetzt aus einem behüteten Elternhaus. Meine Welt war ja früher Farnheide, da gab es sowieso noch Randale. Und ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Und ja, das ist so, das bleibt ja immer so ein Leben lang hängen, dann das wird man sich ändern. Aber er scheint auch ein Typ zu sein, der da vorne drin ist und sagt, kommt alle her, ich räume euch alle ab, ich mache das Ding schon. Und das finde ich gut. Sehr schön. Aber jetzt nochmal ernsthaft zum Februar und zu der Belastung.
das ist natürlich schon wirklich krass, ne? Also wir beide haben mit Mühe und Not diesen Abend gefunden, weil morgen ging nicht Abschlusstraining für Eisenach, wo ihr dann am Freitag hinfahrt. Ihr seid heute aus Nord gekommen, letzte Woche ging nicht, übernächste Woche ging, jetzt sind die Nationalspieler alle weg und so weiter. Es ist schon eine unheimliche Belastung. Ist das über die Grenze? Ich würde nicht sagen über die Grenze. Die Frage ist immer, wann kriegst du die Regenerationszeit? Das kann man eine ganze Zeit lang immer machen. Weihnachten. Und, die Jungs haben ja auch Spaß daran, mehr Spiele zu spielen, als jetzt auf dem Trainingsplatz zu stehen. Die große Herausforderung, und da hast du vollkommen recht, sind ja vor allem die Reisen zwischendurch. Und das darunter leidet meist die Regenerationszeit. Du hast jetzt nur den Februar herausgestellt. Frag mal Justus, wie viele Spiele er im Januar gemacht hat. Okay, wie viele Spiele hast du im Januar gemacht? Ich glaube, es waren 9 am Ende, oder? 9, 11, irgendwie so. Okay. Mit Vorbereitung und so weiter. Also das ist ja eine Folge des Ganzen. Und wir haben im Dezember, also bis in den Dezember hereingespielt. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die wir haben. Gerade jetzt auch in einem olympischen Jahr. Jetzt gehen wir mal von dem Positivfall aus, dass die Jungs sich qualifizieren. Dann habt ihr, glaube ich, zumindest 4 Wochen, wenn ich richtig informiert bin. Und dann beginnt die Olympia-Vorbereitung vorgezogen. Also das ist schon sehr privilegiert. Wir hatten damals, glaube ich, keine 2 Wochen und dann durfte man sich auf Olympia vorbereiten. Und das ist die große Herausforderung, dass wir den Sommer entzerren müssen, dass die Jungs auch ein bisschen regenerieren können. Aber am Ende des Tages, Justus versprüht es mit jeder Faser, sind die Jungs happy, wenn sie auf der Platte stehen können. Und manchmal holt der Körper sich halt auch die Pausen zwischendurch mal so. Mit 21 geht das noch. Dirk, was kann der Fußball vom Handball lernen? Das eine hat Dieter ja schon gesagt. Also beim Handball wird sich keiner auf den Boden wälzen, wenn er nicht wirklich verletzt ist. Also das ist dummerweise so. Ich meine, ich bin ja jetzt auch ein bisschen im Jugend- und Kinderfußball unterwegs. Also das ist wirklich so. Die lernen das bei den Profis. Die lernen das, wenn sie im Fernsehen Bundesliga sehen. Die wälzen sich 3-mal bei Neymar, bei der Weltmeisterschaft oder früher bei den Italienern, wie auch immer. Jedenfalls im Jugend- oder Kinderfußball gibt es das auch noch nicht. Also die jammern da nicht rum, vielleicht weinen sie, aber spielen weiter. Und das sind wirklich schlechte Vorbilder zum Teil, die wir da sehen. Das ist im Handball nicht, das finde ich super. Und auch die Entscheidungen der Schiedsrichter werden wesentlich eher respektiert als im Fußball. Also es wurde ja jetzt darüber diskutiert, die blaue Karte einzuführen für Zeitstrafe bei Rudelbildung zum Beispiel. Also es muss jetzt keine neue Farbe sein oder so, aber ich sag mal, wenn man mit den Karten, die man hat, einfach mal härter durchgreift, sobald da mehr als 3 Leute um mich rumstehen und mich anfassen, ohne Mist, Kabine, Duschen, Feierabend. Also im Handball kommt sowas nicht vor. Warum nicht? Weil man es im Fußball zulässt. Und das nächste ist natürlich, Fans haben wir eben gehört. Ich kann sagen, mal ganz von den Fans zu sprechen, total friedliche Atmosphäre immer beim Handball, allermeistens zum Beispiel. Beim Fußball. Ja, beim Fußball geht das ja runter. Also das ist, ich weiß ja gar nicht, wo das herkommt. Also auch wie auch wieder Jugend-Kinderfußball, was da gebrüllt und geschrien wird von Eltern, von Trainern und so weiter, ist wirklich absolut furchtbar. In der Kreisklasse war jetzt ein Spiel, da stehen Ultras bei Linden 07 auf dem Berg und verweigern einer Mannschaft den Zutritt. Das ist natürlich dann auch nochmal Bundesliga, zweite Liga mit Ultras und Fackeln und so, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Gewalt wieder, Köln-Derby gab es auch wieder, gab es einen halbtoten Ordner in der, das gibt es beim Handball alles nicht. Warum ist das eigentlich so im Fußball? Sind alle die wir in den Fußball lieben, ein bisschen blöder oder haben wir es nicht verstanden? Also das ist wirklich ein Unterschied. Und ja, also ob sich das jetzt verändert oder nicht, Fußball ist halt der Sport Nummer 1 bei uns. Ich finde, da müsste mehr getan werden, um da auch Respekt zu also jetzt nicht im Zweikampf oder so, da no respect, also da muss man schon durchgreifen, sportlich fair und vielleicht mal ein bisschen an der Grenze, aber ansonsten Respekt gegenüber Schiedsrichter, Respekt auf den Tribünen, also das fehlt mir im Fußball zum Teil sehr. Dankeschön, Tite, für die Meinung. Ich finde es schon immer schön, meine Damen und Herren, wenn man sich so ein Länderspiel anguckt, Smyri ist ja da der Experte und die Mannschaften begegnen sich ja unten und die geben sich während das Spiel schon läuft, noch kurz mal die Hand und den Ball in die Hand, damit jeder so mit seinem Herz ein bisschen rankommt. Das sind so faire Gesten und ich glaube, das Spiel ist deutlich körperlicher noch als Fußball. Trotzdem von einer ganz großen Fairness getragen, Smyri. Ja, definitiv. Wobei mir geht das mit diesem Ball gegenseitig. Willst du den Ball nochmal? Ich nehme den Ball nochmal. Also da komme ich jetzt langsam im Alter, wo ich sage, das gab es früher bei uns nicht. Aber grundsätzlich stimmt das und was auch immer schon auch für meine Zeit galt, vor und nach dem Spiel hat man sich vernünftig miteinander ausgetauscht, tendenziell hinterher und in den 60 Minuten hat halt jeder versucht, alles dafür zu tun, erfolgreich zu sein und das gibt der Sport, glaube ich, auch her.
Und das funktioniert sehr gut bei uns und dementsprechend ist es ja auch so eine Situation, dass man in der Nationalmannschaft gemeinsame Ziele verfolgt und im Verein dann wieder in anderen Konstellationen und das macht es ja auch so spannend. Dieter, wir müssen noch mal auf dein Ende als 96-Scout kommen, das ja tatsächlich jetzt naht und droht. Und es ist ja fast peinlich, das zu sagen, aber jetzt ausgerechnet, wo du aufhörst, da ist dein Konzept aufgegangen. Es spielen mehr Talente denn je bei den Profis. Udene, Trisoldi, Lührs, der Monti, Gindorf, Retzgall, ganz frisch. Ist das eine Momentaufnahme oder haben wir in Hannover so viele gute Fußballer? Oh, das ist schwer. Aber ich muss sagen, momentan ist wirklich eine Quelle da. Das ist richtig gut. Das ist ja, die jungen Talente spielen ja noch gar nicht. Sie wollen ja erst nach oben, ob es der Monti ist oder wir haben nur noch zwei, drei andere, die ganz interessant sind. Aber sie sind auf jeden Fall mal im Blickpunkt. Das ist für die Jungs schon sehr viel wert oder mal dabei zu sein da unten. Das gönne ich denen auch. Aber wir haben wirklich eine super Quelle mit superen Spielen. Für mich ist immer das Wichtigste sind die Trainer. Habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Ich weiß noch damals mit dem Stendl, den wollte auch keiner haben. Und ich kannte den aber noch aus der A-Jugend und heute sind alle froh, dass der da ist. Aber so ein Daniel Stendl, so ein Lottner, der auch weiß in der A-Jugend, von was er redet. Und dann der Christian Schulz dazu. Das ist für mich immer der Kernpunkt. Nicht diese ganzen Quatschköpfe, die alles immer nur aus Computern und das alles machen, sondern wenn einer eine Frage hat, zeigen. Zeigen, wie, wenn der Fuß den Ball so trifft, wo geht er dann hin? Körperhaltung, alles, was so wichtig, diese Kleinigkeiten. Nicht, dass ich erst fragen muss, ich muss noch mal nachgucken, ich muss da noch mal reinschauen, dann kann ich es dir gleich sagen. Nee, die Jungs können das einfach, die nehmen die Spieler mit. Und wir haben noch nie so viel Talent in Hannover gehabt. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ganz gut sehe, den Trisoldi kenne ich ja auch schon 5 Jahren. Und ich weiß, was der drauf hat. Da bin ich auch ganz ehrlich, mir ist das noch zu wenig, weil der einfach eine Quelle hat an Können. Der ist ja 10-mal weiter, als ich in seinem Alter war, weil der einfach komplett ist als Fußballer. Leider ist das nicht so. Es gab so eine Szene jetzt mal, vielleicht beim Spiel, die in Düsseldorf dabei waren. Da schießt 3 Minuten vor Schluss der Heizenbeck so einen Freistoß. Der ging da irgendwo rein in die, Richtung Rickling da. Ja. Und dann habe ich mir noch gedacht, Mensch, der Gindorf ist doch drin. Da habe ich jetzt bestimmt 4-mal hinterm Tor gesessen, habe ich schon wieder wieder anlief und den traf. Habe ich gesagt, wollte ich schon reinschreien, du Blinder. Dann ging der auch so der Ball und jedes Mal schlug der links im Winkel rein. Also die haben schon was drauf, diese Schusstechniken, das ist aus Spaß oder aus Daddelei, das lernen die, das bringen die sich bei. Also die können schon was und da hätte ich mich gefreut, wenn der Junge mal so einen Freistoß abgezogen hat. Also das sind alles gute Jungs und ich hoffe wirklich, dass sie bei 96 eine Zukunft haben. Sehr schön. Eine tolle Runde heute, meine Damen und Herren. Das sollten wir wieder mal in Handball meets Fußball. Wir kommen zu unseren Tipps, weil wir 19.33 Uhr haben und wir tippen. Natürlich habe ich mir überlegt, können wir auch Reckenspiele tippen, aber meine Güte, Dieter hat gleich gesagt, du, ich habe gar keine Ahnung, tippe ich 12-7 und liege falsch. Also tippen wir nur die 96-Spiele. Wir tippen die verbleibenden 3 Märzspiele der Roten am Sonntag in Wiesbaden. Eine Woche später um 20.30 Uhr gegen die Rotendorfer aus Kaiserslautern. Und am 31. März in Magdeburg. Justus tippt übrigens auch. Ja, Dieter beginnt. Also, ist ein klares Ergebnis. Wir fahren nach Wiesbaden. Die Mannschaft ist motiviert, aufgeräumt. Sie hört nicht immer zu, was gesagt wird. Und sie gehen raus und schlagen 4-1 für uns. Dann kommt Kaiserslautern, die unter Druck mit Funkel hinten drin stehen. Und wir erwischen einen Riesentag. Ganz Hannover steht Kopf. Ich sage auch mal wieder 4-1. Was so ein halbes Bier bewirkt bei dir, ne? Ist aber auch alkoholfrei, muss ich dazu sagen. Und ja, Magdeburg wird schwer. Gibt nur 3-1? Also da würde ich mich über einen Unentschieden freuen. 1-1. Okay, jetzt höre. Ich habe nochmal die Tabelle gecheckt. Ich bin so ein klassischer 2-1-Tipper, deswegen hätte ich jetzt gesagt, in Wiesbaden, da gibt es so ein schönes 1-2, was ja dann 3 Punkte für Hannover wären. Lautern, da ist ja auch mal so. Die Frage ist, was hier jetzt zu Hause auch abgerufen wird. Wir sagen dazu Hausfrau-Tipp 2-1. Dieter, ich habe vorhin extra deine Uhr nicht erwähnt und jetzt fällst du mir hier so im Rücken. Also. Jetzt und, aber ruhig. Ich hab und Dieter, wir haben übrigens gecheckt, Andreas Thiel ist beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover. Wir könnten euch nochmal zusammenbringen. Das wäre ein schönes Foto, würde ich mir wünschen, Dano, für deine Rubrik.
Ich bin ja immer noch gewalttätig. So, wir sind beim Lauternspiel, glaube ich. Da hauen wir mal einen raus, 3-0. Ja. Okay. Und dann war Magdeburg. Magdeburg. Magdeburg, die haben wir im Handball schon geschlagen, dann müssen wir die im Fußball auch schlagen. Und das ist aber auswärts natürlich auch nicht so ganz einfach. So ein dreckiges 0-1. Okay. Von euch beiden hätte ich natürlich gerne auch noch den Handball-Tipp für die Olympia-Quali. Algerien, Kroatien und Österreich in der Reihenfolge. Justus? Wollt ihr euch abstimmen, oder? Ich glaube, Algerien wird ein deutliches Ding. Da gewinnen wir mit 6, 7, 33, 26. Danach kommt Kroatien, glaube ich. Boah, die sind... Die haben einen guten Torwart, ne? Ja. Sack. Das war ein Insider, offensichtlich. Das wird eine enge Kiste, aber ich glaube, da machen wir es schon zu. Und ich glaube, da gewinnen wir mit 3, 34, 31 und am Ende gegen Österreich. Es wird wieder ein Spiel mit nicht vielen Toren. 27, 24 für uns. Ich glaube, wir gewinnen alle Spiele auf jeden Fall. Wäre das auch dein Tipp? Hat er für euch beide gesprochen sozusagen? Ich lasse Justus gern für uns beide spielen. Also meine Tendenz wäre auch so Algerien klar. Ich glaube, Kroatien wird spitz auf Knopf. Das wird ein knappes Ding und die Revanche gegen Österreich wird dann aber entsprechend gelingen, sodass das in der Summe dann das Ticket für Paris. Entschieden bei der EM noch, ne? Also da mit Ach und Krach, ja. Kleine Rechnung offen. Und Justus, deine 3-6-9-Tipps in Wiesbaden gegen Kaiserslautern. Komm, kannst irgendwas sagen, ne? 33 zu... In Wiesbaden, glaube ich, gewinnen wir auch deutlich. Jetzt, ich habe gehört, nach einem nicht so guten Spiel, glaube ich, reißen die Jungs sich zusammen und gewinnen 3-0. Zu Hause Lautern, ich weiß nicht genau, wie stehen die in der Tabelle? Naja, auch nichts. Bitte? Nee, auch nicht so dolle. Oh, also ja. Unten drin, ganz unten drin sogar. Das wird ein 3-1 zu Hause, es wird gut. Und dann in Magdeburg wird es, glaube ich, auch ein hartes Spiel, unentschieden, 2-2. Ja, gut, da hast du nichts mit falsch gemacht, denke ich mal. Und Tite ist ja immer ein bisschen offensiver unterwegs. Aber jetzt hat natürlich Dieter schon die Rolle übernommen. Also Magdeburg scheint das schwierigste Spiel zu sein, das würdest du mit Sicherheit auch so sehen. Ich glaube, das schwierigste Spiel wird hier gegen Kaiserslautern tatsächlich. Ui. Also Wiesbaden sage ich 3-0. Für 96. Haben wir jetzt eigentlich festgelegt hier, ja. 1-3-0-3-0. Das liegt jetzt aber bei mir liegt so ein bisschen daran. Letztes Mal, als ich in Wiesbaden war mit Uwe, da hat 96 auch 3-0 gewonnen. Also ich habe heute nochmal mit einem Spieler von Wiesbaden gesprochen. Der klang jetzt nicht so optimistisch, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, und Kaiserslautern, glaube ich, wird hier wieder so ein 2-2, was 96 immer spielt hier zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob nach 0-2 Rückstand, aber ich glaube, das gibt ein Unentschieden, weil die Lauterer werden tatsächlich, ja, irgendwann wird sich dieser Funkel. Oder haben neuen Trainer, Friedhelm Funkel, ja, genau, 70 Friedhelm Jahre Funkel, alt. Der wird wahrscheinlich dann irgendwann überspringen und so schlecht waren die Lauterer nicht. Als 96 in Kaiserslautern gespielt hat, war Kaiserslautern nach dem Spieltag Erster. Ja, ein bisschen her, aber schlecht sind die nicht, kicken können die schon. Also ich glaube 2-2 hier zu Hause und in Magdeburg, und das ist wieder kein Fleisch, kein Fleisch, und ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich dann immer noch schreiben soll, glaube ich auch, dass es eine 1-1 wird. Okay. So, meine Damen und Herren, das war ja der 160. Anstoß. Crossover, Handball meets Fußball. Ich fand es ein großartiges Format heute. Hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Vielen Dank an Justus Fischer, der so kurz vor Sie angesprungen ist. Und vielen Dank an Sven-Sören Christoffersen aus Frankreich nach Hannover. Wir sehen uns wieder am 25. April. Und uns ist aufgefallen, dass wir in 14 Jahren Anschluss erst zwei Schiedsrichter da hatten, Bibiana Steinhaus und Babacar Fathi. Deswegen kommt dieses Mal dann FIFA- und Bundesliga-Schiedsrichter Robert Schröder. Und einen zweiten Gast wird es auch noch geben. Ihnen schönen Abend. Halbe Stunde ist die Theke noch offen. Dankeschön.